Sind wir alle da? Ich glaube schon. Schön, dass ihr alle da seid. Fangen wir mal so an. Ich bin der Falk vom Digital Retro Park, erster Vorsitzender. Und ja, ich werde jetzt mal kurz erklären, was der Digital Retro Park überhaupt ist. Die Idee ist es, ein Zentrum im weitesten Sinne zu schaffen für die digitale Kultur, die ja mittlerweile unseren ganzen Lebensbereich durchdringt. Unser Steckenpferd ist mehr oder weniger die alte Technik aus den 80er, 90ern, ich glaube viel früher aus den 70ern, wie man nach draußen sieht. Es geht um die Konsolen und die Computer aus der Zeit. Die Technik ist, im weitesten Sinne, wenn man jetzt guckt, das Gerät, um das heute Abend geht, ist 2600, das ist jetzt fast, kann man sagen, 40 Jahre alt, ne? 77, 76. Nicht wirklich viel Zeit, nicht wirklich lange her, aber sowas von überholt und für die meisten Leute total veraltet. Aber wir haben jetzt den Peter heute da, der wird uns gleich erklären, was an der Kiste so toll ist, oder beziehungsweise was man da noch aufholen kann und was für Strapazen man da auf sich nehmen muss im programmiertechnischen Sinne. Das Gerät selber hat, glaube ich, nur einen Prozessor, hat keinen Grafikchip oder doch einen Grafikchip mit rein. Ich habe eins zum Anfassen dabei, das gebe ich nachher mal rum, da kann man die Grafikchip sehen. Genau. Ich glaube, die Details machst du gleich. Also wir haben vor, so ein Museum aufzumachen. Wir haben glücklicherweise diese Räumlichkeiten für 4 Wochen von der HFG bekommen, um hier ein bisschen zu zeigen, was wir vorhaben, was wir können. Draußen sieht man jetzt eine Atari-Ausstellung, habt ihr gerade mitgekriegt. Die guten Jahre. Atari hat lange Zeit Hardware gebaut und war auch sehr innovativ unterwegs. Hat sehr viel bewegt in dem Bereich und ist dann letztendlich leider x-mal verkauft und bankrott gegangen worden und hat am Ende, ich glaube jetzt letztes Jahr sind sie wieder mal gestorben. Der Name geht jetzt wieder, geistert wieder irgendwie durch andere Firmen jetzt. Und es gibt Spielchen fürs iPhone, es gibt tolle neue kleine Apps und lauter Sachen, die da jetzt rauskommen, aber keine Hardware mehr. Die endete mit dem Jaguar und ich glaube mit der ST-Reihe ziemlich am Ende. In Mitte der 90er und damit war dann auch die Terminal-Ära. Jack Tramiel war derjenige, der vorher Commodore hatte, der ist rausgeworfen worden, hat sich umgetreten, hat dann Atari gekauft und hat gerade weitergemacht mit der Computertechnik. Das endete mit ihm. Ja, guckt euch um, schaut euch alles an. Im Moment sind die Geräte noch an, jetzt gibt es erstmal den Vortrag, aber Samstag, Sonntag kann man hierher kommen, wir haben offen. Man kann alles ausprobieren, anfassen, das ist unser Konzept, man soll dabei lernen und verstehen oder beziehungsweise erfahren, wie es damals war, mit den alten Dingern zu arbeiten, zu spielen, was man auf sich nehmen musste, um zum Beispiel mal irgendwie ein tolles Spiel zu spielen. Entweder musste man es abtippen auf dem Computer, wenn man schon einen hatte, oder man musste es von Datasette laden, das ist von Kassette, das dauerte dann so mal 10, 15 Minuten und wenn es nicht gut lief, ist das Ding halt einfach, war das Programm falsch geladen und ging gar nichts. So auf Strapazen musste man auf sich nehmen, um zu zocken. Das war die erste Konsole mit Wechselmodulen, fast. Nein, ich glaube nicht. Retour. Das Channel F war vorher von Fairchild. Aber die Ingenieure hatten sich untereinander ausgetauscht, mehr oder weniger. Atari zog nach, relativ schnell und war deutlich erfolgreicher. Ja. Gut. Sag ich ein bisschen was? Ja, komm, jetzt erzähl du mal was, du kannst das viel besser. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das war jetzt nur der Faktencheck. Ja, das Channel F war das erste, aber das ist ehrlich gesagt am Markt völlig untergegangen. Nicht zu vergleichen mit dem Erfolg dieser Konsole, die nicht in der Form, auch nicht in der Form, also hier haben wir so einen Darth Vader, die ist komplett in schwarz. Hier haben wir einen mit, das ist ein späteres Modell mit 4 Schaltern, vorher gab es noch welche mit 6 Schaltern, nachher gab es die. Ach, das sagst du schon. Ja, alles. Darf ich noch sagen, dass das 25 Jahre lang gebaut wurde, wenigstens? Gut, wir nehmen den Peter die ganze Stadt. Genau. Also das war dein Wetter, auch das. Ja, auch da. Alles weiter. Okay, stimmt. Alles weiter, sagt der Peter. Wir sind im Haus, wir sind genau. In den Schlaf. Wir gehen alle von meiner Zeit. Bühne frei für Peter. Ja, herzlich willkommen. Ich bin der Peter Dell. Ich bin Saarländer, auch wenn man es vielleicht hoffentlich nicht hört. Ich hoffe, dass ihr mich gut versteht und ich mich gut artikulieren kann. Ich halte die Sachen normalerweise auf Englisch, deswegen ist das jetzt schwierig für mich, dass ich A nicht zustande durchhoppel und B nicht die ganze Zeit irgendwelches Zeug erzähle, was ihr nicht versteht. Ja, also ich versuche das so weit einzudeutschen, dass man es irgendwie nachvollziehen kann. Der Vortrag geht um das Atari VCS und wie man das programmiert. Haben wir hier schon 2 Namen, Atari 2600, VCS für Video Computer System. Je nachdem, in welchem Bereich der Welt man sich befindet, war der eine oder der andere Name üblicher. Die Amerikaner benutzen das eine, die Engländer das andere. Aber die Bezeichnung Video Computer System als Produktname zeigt schon, als das Ding auf die Welt kam und an den Markt kam, war das. Ja, also es gab kein anderes, sondern Atari und Video Computer System, das war das Gleiche. Ja,
Die Folien habe ich zum Teil übernommen von einem Vortrag von einem Freund von mir, von Sven Oliver Moll. Das ist ein Synonym Swally bekannt. Mich kennt man vielleicht auch als Jack. Das ist üblich in der Branche, dass man irgendwas Kurzes hat, was möglichst unique ist. Und ja, das meint's. So, was bin ich denn? Was ist denn irgendwie so in meinem Leben passiert? Ja, wem sagt Moore's Law was? Ich würde nicht sagen. Moore's Law ist so ein empirisches, man nennt es Gesetz, es ist einfach so eine, hat man gelernt, es ist halt so, so alle 12 bis 18 Monate verdoppelt sich so die Speicherkapazität, die man auf der gleichen Fläche irgendwie unterkriegt, ne? Oder die Menge an Transistoren, kann man sagen. Und das findet man in meinem Leben schön wieder. 1984 habe ich meinen ersten Computer gekriegt, das war noch ein Bausatz, ein ZX81 von Sinclair. Den habe ich dann zusammengelötet, der hatte 1 Kilobyte RAM. Den habe ich verdammt leider nicht dabei. Das waren zwei Chips, 512 Byte in dem einen, 512 Byte in dem anderen. Ja, dann habe ich 1986 einen Atari 800 XL bekommen, meine große Liebe. Das lief so ab, ich habe ein Jahr gespart, weil der ZX81 ist kaputt gegangen, weil ich noch mehr dran rumgelötet hatte. Und bin zu Weihnachten mit meinem Papa nach Saarbrücken gefahren, ins Karstadt, und ich wollte endlich einen richtigen Computer haben. Und ich wusste, ich will einen ZX Spectrum, weil das war das next geile Ding nach dem ZX81. Und wir kamen in die Abteilung, es war halt, wie gesagt, kurz vor Weihnachten, und das Problem war, die hatten alle schon verkauft. So, jetzt habe ich ein Jahr gespart, war fuchsteufelswild, habe gesagt, Papa, ich fahre hier nicht weg ohne den Computer, ich nehme den da. So, und das war der Atari 800 XL. Ich war im Saarland, so einen wahrscheinlich auch der Einzige, der einen hatte. Hatte den Effekt, dass ich mich dann sehr intensiv mit der Maschine beschäftigen musste, weil es gab halt keine Infos, niemand, mit dem man sich austauschen konnte, und über den Weg bin ich am Ende vom Tag zum Programmieren und zum Rest von meiner Laufbahn gekommen. Der hatte im Übrigen schon 64 Kilobyte. Ja? Also man sieht hier innerhalb von 2 Jahren ein immenser Zuwachs an Speicher, was man irgendwie hatte. So, dann ging es weiter. Dann Commodore Amiga 500. Ein 16-Bit-Computer, den gab es dann 89, der hatte dann schon 512 Kilobyte. Ja, das ist jetzt ja, Faktor 8, wieder in 3 Jahren. War eine 16-32-Bit-Maschine, dann gab es den nächstgrößeren Amiga, nochmal 3 Jahre später, schon wieder 4-mal so viel Speicher. Ging das weiter, ich habe einen PC gekriegt, der hatte 8 Megabyte RAM, total unvorstellbar. Was macht man damit, ne? 95 war das. Und dann habe ich gearbeitet, Real Life, Haus, Kinder, Frauen, sowas. Und habe 2009 zu meinem Geburtstag ein Buch bekommen. Das nannte sich Racing the Beam. Ist von MIT Press. Ist so ein mehr oder weniger wissenschaftliches Buch, wo sich so ein paar Studis für ihre Doktorarbeit angeguckt haben. Ja, Videospiele und Videosysteme, wie das hat sich denn da entwickelt, und nehmen jedes unter die Lupe, und gab es ein Buch, das nennt sich Racing the Beam. Das hat was mit der Technik zu tun, wie man auf dieser Kiste da überhaupt programmiert. Und das habe ich gelesen und dachte, Mensch, das ist ja witzig. Das ist ja eigentlich genau wie mein Atari 800. Und den programmieren kann ich ja, dann ist das ja nicht so schwer. Habe ich gedacht. Also habe ich angefangen und habe dann gemerkt, dass das doch einen substanziellen Unterschied macht. Habe dann 2010 von einem Freund, dem ich erzählt habe, dass ich dieses Buch bekommen habe, dem habe ich erzählt, dann meinte der, du weißt du was, bei meinen Eltern in Koblenz, da auf dem Dachboden, ich glaube, da habe ich noch so eins. Ja, und bis dahin hatte ich halt noch nicht so Interesse, wirklich was dafür zu machen. Ich dachte halt, das ist einfach. Und dann kam er eines Tages und hatte tatsächlich vom Dachboden, wo seit Weihnachten 1984 die Packung mit dem Atari VCS stand, die Packung mitgebracht und hat sie mir in die Hand gedrückt, ist deins. Da dachte ich, okay, jetzt habe ich so ein Ding, ich habe das Buch, jetzt muss ich ja schon irgendwas dafür machen. Also habe ich mir angeguckt, wie kann man denn dafür programmieren, und habe halt wirklich versucht, was dafür ins Leben zu rufen. Und was man jetzt sieht ist, das Ding ist von 1977, also man kann diese Reihe zurückgehen und dann landet man tatsächlich bei 128 Byte RAM. Ja? Also nicht Mega oder Kilo oder irgendwas, sondern Byte. So, das sind 128 Zeichen. Ja? Das ist jetzt auf der DIN A4 Seite 1,5 Zeilen. Ja, was mache ich heute? Ich arbeite bei einer großen deutschen Softwarefirma, und die Datenbanksysteme, auf denen wir jetzt unterwegs sind, die haben 100 Terabyte und mehr Gramm. Und ich habe das mal ausgerechnet, also es sind 1 Million mal 1 Million mal zu viel. Ja, und darauf laufen hier unten heute normale Anwendungen, die ihr jeden Tag benutzt.
Ja, also Web irgendwie hinten dran ist eine Maschine, die hat so viel. Und wir reden heute über diese 128 Byte und stellen uns folgende Frage. Was ist das und wie zur Hölle konnte das überhaupt funktionieren? Okay. Atari haben wir jetzt eben schon einen kleinen Abriss gehört. Ich gebe hier nochmal was. Gegründet 1972, da bin ich jetzt mehr oder weniger zufällig auch geboren. Von Nolan Bushnell und Ted Dabney. Bekannt über den Arcade-Hit Pong. Ich glaube, draußen steht eine kleine Version davon. Den haben sie 72 rausgebracht. Ja, genau, draußen steht einer, ne? Ja, und so sieht er aus. Was man jetzt hier schön erkennen kann. Das ist ein normaler Röhrenmonitor, so wie der hier. Man hat hier so Drehregler, die diese Pedals hoch und runter bewegen können. Sieht man jetzt hier, glaube ich, gar nicht. Hier gibt es einen Ball und eine Punktzahl und jeder kennt das Spiel. Ja, also das ist der Inbegriff des ersten wirklichen Videospiels. Es gab welche davor, bevor der Stefan jetzt gleich wieder nach vorne stürmt und hier irgendwas dazwischen ruft. Das war das erste richtig erfolgreiche. Ja, das war so dumm und einfach, das konnte man in den Kneipen stellen und das hat jeder, der auch nach Klavier noch einen Penny über hatte, verstanden und spielen können. Okay. Ja, so sah das aus. Ja, Spieler, Ball, alles klar. So, damit hatten die einen riesen Erfolg. Ja, es gibt so eine Story, dass sie das aufgestellt haben, so in der Kneipe, um mal zu gucken, ob es läuft. Und irgendwann rief der Wirt an und meinte, pff, ist kaputt. Na okay, dann sind sie halt dahin, wollten mal gucken, warum das nicht läuft. Und haben festgestellt, es ging nicht mehr, weil der Münzschacht war voll. Ja, es hatten schlichtweg so viele Leute da Kohle reingeworfen, dass keinen mehr reinging. Deswegen hat es sich nicht mehr eingeschaltet. Okay, das hat sich dann fortgesetzt. Es gab dann in Japan auch so, angeblich so eine Krise bei diesen kleinen Münzen, die man da einen Wurf eingeworfen hat. Weil das so ein Hype war, dass es überall hat. Oh, ging auch Strom. Neue Monitor für den Franz. Ich hoffe, es ist noch was. 7, 6, 5. Nein. Da geht man ein bisschen früher. Schneiden natürlich nachher alles raus. So, aber was hat Atari daraus gelernt? Man kann mit Videospielen scheiße viel Geld machen. Also, was wollten sie machen? Sie wollten noch mehr Geld machen. Und die Idee war jetzt, okay, wir bringen diesen Erfolg, den wir jetzt in diesen Kneipen hatten, irgendwie an noch mehr Leute. Wie kriegt man noch mehr Leute? Man bringt ihnen das Ding nach Hause. Ja, es ging darum, eine Konsole für zu Hause zu machen. Und sie haben eine Heimvariante für zu Hause von dem Pong gemacht. Okay, und was, ja, ich übersetze es jetzt, als auf Englisch ist. Okay, was haben sie gemacht? Sie haben 1975 eine Home-Variante von dem Pong gemacht. Also ursprünglich aus diskreten Teilen, ja, sprich es waren solche Chips und Regler und Kondensatoren und was man jetzt alles vielleicht aus dem Physikunterricht irgendwie noch dunkle Erinnerungen hat, das war wirklich nicht programmiert, das war zusammengelötet. Diese Hardware konnte genau das tun. So, und dann haben sie auch noch ein paar andere Sachen probiert und für jedes Spiel musste man im Prinzip eine komplett neue Platine machen, neu löten, neu testen und so weiter. Und dann haben sie irgendwann gesagt, wir wollen doch Kosten sparen, wir wollen effizienter diese neuen Spiele machen, weil sie hatten Erfolg mit diesen Spielen und haben gesagt, okay, lass uns doch das irgendwie trennen. Lass uns doch so eine universelle Konsole machen, wo man jetzt verschiedene Spiele mitmachen kann. Ja, sodass wir die Hardware zum Teil reusen und irgendwie nur einen Teil austauschen und nicht immer jedes Ding von neuem erfinden. Und da gab es dann ein Projekt mit dem Namen Stella. Das ist auch der Name, unter dem diese Konsole dann intern bekannt wurde. Ja, das heißt, da ging es jetzt darum, nicht mehr alles in Hardware zu machen, sondern inzwischen gab es wirklich Mikroprozessoren, die man für halbwegs erschwingliches Geld irgendwo kriegen konnte. Und statt jetzt immer neue Hardware zu machen, konnte man die Hardware einmal machen. Man hatte einen Mini-Computer da drauf und den konnte man halt programmieren. Und ein neues Spiel hieß jetzt, das Programm auszutauschen. Okay. Das Ziel von dem ganzen Design, was sie da gemacht haben, war, wie ich es jetzt eigentlich schon erwähnt habe, unheimlich viel Geld machen. Ja? So, und dazu zählen jetzt verschiedene Faktoren, wenn man mit sowas, was man da macht, Geld machen will. Das heißt, man will erstmal jede Menge Konsolen verkaufen. Ja? So, diese Konsolen kosten Geld. Ja, da muss eine CPU rein, also ein Prozessor, der irgendwas rechnen kann. Da müssen eine Ausgabesachen dran, da muss ein Joystick dran. Und es muss irgendwie ein Fernsehausgang dran, Monitor gab es ja nicht. Also da muss ein Bild rauskommen und der muss was rechnen können. Dafür braucht er Platz, er braucht RAM. Ja, das sind die Kosten, die man da drin hat. Und die zweiten Kosten, die man hat, das sind diese Kosten pro Spiel. Ja, wenn ich jetzt diese Konsole einmal gekauft habe, ich als Kunde,
Ja, das soll jetzt erschwinglich sein, dann will ich natürlich, dass ich für diese Konsole jetzt Spiel kriege und darüber hat im Endeffekt Atari dann wirklich das Geld gemacht. Ja, also der Trick war zu sagen, wir müssen zwar eine teure Konsole herstellen und die müssen wir wahrscheinlich noch fast unter Preis verkaufen, damit die Leute sie kriegen. Und die Kohle machen wir dann darüber, dass wir Spiele, deren Herstellung sehr einfach ist, ja, weil das, dieses ROM ist immer das gleiche, das ist total simpel, das kann ich im Prinzip wie einen Stempel in einem mechanischen Prozess herstellen, kann ich sehr viele Spiele dann auf ROMs rausbringen, in großen Stückzahlen und die dafür teures Geld verkaufen. Ja. Das heißt, teure Konsole, einfach und günstig zu vervielfältigende Spiele, das war die Spielidee. So, was war also das Hauptproblem bei diesem Ansatz? Ja, diese Konsole, das Ziel da oben steht ja Home Release, ne? Diese Konsole durfte einen magischen Wert nicht überschreiten. Alles über $200 war praktisch für jemanden, der sich das für zu Hause kauft, in damaligen Zeiten nicht vorstellbar. Ja, also wenn Sie über diese $200, die durften Sie nicht reißen. Ja, sonst hätte sich das keiner für zu Hause gekauft. Wäre einfach zu teuer gewesen. Ja, egal wie viele Spiele und so weiter, so viel Geld hätte da keiner in die Hand genommen. Das kannte ja auch keiner. So, also musste man irgendwie unter den $200 bleiben. Und die Kosten für diese Konsolenteile, das hier aufgezählt ist, die CPU, I/O-Chip, TV und Speicher, das waren die Hauptkostentreiber. Ja, so ein Plastikgehäuse, das kostet nichts. So eine Platine an sich kostet auch nichts, aber die Dinger, die da drauf sind, die haben richtig Kohle gekostet. So, also was haben sie gemacht? Sie haben sich jetzt ja alles ausgedacht. Es gab noch nichts davor, was da sowas getan hätte. Sie haben das ganze Design der Konsole daraufhin optimiert, jetzt nicht irgendwie besonders cool zu sein. Ja, also wenn ich heute eine PlayStation 4 gegen eine PlayStation 3 halte, dann ist das Designprinzip, das muss irgendwie noch viel geiler sein als das Ding davor. Ja, es muss irgendwas können, was das andere nicht kann. Das war hier nicht das Ziel. Ja, sondern das Ziel war, wir müssen unter den $200 bleiben und wir müssen es schaffen, das Ding auf den Markt zu bringen. Wenn das nach einem Jahr kaputt ist, machen wir die nächste Konsole, scheißegal. Ja, aber es muss unter diesem Preis bleiben. Und man hat Sachen gemacht, die einfach darauf gezielt haben, jetzt nicht besonders toll zu sein, hohe Auflösungen, viele Farben oder irgendwas, sondern billig muss es sein. Okay. Stefan hat es eben schon erwähnt. 15 Jahre lang produziert, 30 Millionen Einheiten verkauft. Ja, das hat jetzt natürlich was damit zu tun, es gab sonst nichts anderes. Andererseits, ja, weiß nicht, Xbox hatte das erreicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist drunter geblieben. Die PlayStation 2 war, glaube ich, die erste, die es gerissen hat. Ja, also es muss man sich mal eine Spielkonsole, die 15 Jahre lang produziert wurde. Ja, also ich glaube, jetzt jedes Weihnachten kommt irgendwie, oder jedes zweite Weihnachten kommt eine neue PlayStation raus und dann gibt es die andere nicht mehr. Dieses Ding wurde 15 Jahre lang wirklich produziert und verkauft und insgesamt 30 Millionen Stück. Okay, da gab es jetzt verschiedene Modelle davon. Ja, das ursprüngliche mit den 6 Schaltern, 6 Switcher. 70er Jahre, ja? Sie haben gesagt, es wurde ja 15 Jahre produziert. Ja. Und hat wirklich nichts an dem Design gar nichts geändert, oder was? An dem äußeren Design schon. Okay. Wieder mit der Prämisse Kosten sparen, Kosten sparen, Kosten sparen. Okay. Aber es war 15 Jahre lang die identische Hardware. Okay. Ja, alles, was 1977 gelaufen ist, an Spielen auf der Kiste, ist auch 2000, läuft auch heute noch da drauf. Alles, was ich heute mache, läuft auf der Konsole, die 1977 produziert wurde. Ja, da gibt es hardware-mäßig überhaupt gar keinen signifikanten Unterschied. Genau. 70er Jahre, was muss sein? Es muss irgendwie orange sein, so ein bisschen. Und es muss Woodgrain sein, ja, irgendwie so Holzdesign, weil es muss ja zur Schrankwand passen. Ja, das war so die Prämisse, Designprämisse in den 70er Jahren. Und was auch neu war, ja, Atari hatte natürlich die Erfahrung mit ihren Arcade-Spielen, es gab einen Controller. Und zwar einen sehr einfachen Controller, hoch, runter, links, rechts, Feuerknopf. Ja, und dieser CX, weiß die Nummer jetzt gerade nicht auswendig, alle Tage-Parts haben so eine Nummer. 40. Diese, ja? 40. CX40, genau. Ja. Der ist halt ja, so eine Ikone auch. Ja, also das ist der erste Joystick. Vorher gab es halt keinen, weil es gab nichts, wo man ihn hätte reinstecken können. So, das ist die Konsole, die hier steht. Die kam 82 raus. Die hatte jetzt schon nur noch 4 Schalter, Kostenersparnis, 2 sind hier hinten dran gewandert, nur noch so billige Schiebeschalter, weil die braucht man nicht so oft. Die Kiste ist insgesamt kleiner, wenn man reinschaut, ist auch die Platine signifikant kleiner, weil inzwischen gab es die gleichen Bauteile in kleineren Bauformen, man hat die Platine weiter zusammengeschrumpft und hat Kosten gespart.
Ansonsten ist das Ding gleich. Dann hat es lange, lange nichts gegeben und 1984 gab es dann den nächsten Schritt der Evolution. Dann kam die Junior-Konsole raus. Die war nochmal, weil jetzt nochmal mehr Kosten gespart werden konnten, das Design nochmal verlängert werden konnte. Nochmal kleiner, so eine habe ich auch hier. Ja, das kann ich jetzt mal hier nebeneinander halten. Also da sieht man reinschauen, ich hoffe man sieht es von der Größe her, also da ist das Gleiche drin. Ne, das tut auch das Gleiche. Aber insgesamt sind natürlich die Kosten, sowas zu produzieren, sehr viel kleiner. Ja, das lasse ich nachher nochmal rumgehen, dann sieht man auch, was da wirklich drin ist und ist auch bestimmt. Okay, Hardware. Jetzt geht es ans Eingemachte. Das war jetzt alles Marketing und Geschichte, jetzt geht es um Hardware. Woraus besteht so ein VCS? Es ist ein vollständiger Computer. Ja, es ist alles drin, was so nach Computertheorien so ein Computer drin sein muss. Ja, das ist die Box. So, erstmal muss irgendwo das Programm sein. So, das Programm ist auf diesen Modulen. Diese Module haben einen Chip drin. Dieser Chip nennt sich ROM, Read-Only Memory. Das heißt, in der Fabrik kann man da einmal was reinschreiben und dann ist es da. Ja, das ist, kann man auch nicht mehr ändern. Wenn man was Falsches reingeschrieben hat, kann man es nebenan wegschmeißen. Ja, gibt kein Update, gibt gar nichts. Das, was man da drauf schreibt, das ist da drin. Und man kann es nur lesen. Ja, der Prozessor kann da das Programm rausholen. Der Adressbereich, also die Menge an Speicher, die auf so einem Modul normalerweise untergebracht werden kann, die der VCS lesen kann, das sind 4 Kilobyte. Ja, das heißt, ein Programm ist maximal 4000 Zeichen lang. Und das ist alles, was man hat. Ja, das ist nicht wie heute. Wenn ich heute eine CD einlege, dann lege ich das in einen Rechner rein, auf dem ist irgendwie schon Windows drauf und Zeichensätze und eine Grafikkarte und ein Grafiktreiber. Das gab es alles nicht. Alles, was man braucht, jedes Pixel auf dem Bildschirm, jeder Buchstabe, jeder Ton, musste da drauf sein, weil in der Konsole war gar nichts. Diese Konsole, wenn man sie einschaltet, stürzt einfach ab, weil da ist kein Programm drin. Okay. Da muss der Spiel, bleibt es mal beim Spiel, da müssen die Spiele rein. Da muss der Kernel-Code rein. Der Kernel-Code ist das, was das Bild erzeugt. Sage ich jetzt nachher noch was dazu, weil der Grafikchip da drin ist jetzt besonders billig gewesen, sage ich jetzt mal. Deswegen war er auch besonders dumm. Deswegen musste der Rechner und der Programmierer im Endeffekt den Grafikchip ersetzen. Und alles, was man an Grafikdaten hat, ja, also wenn ich jetzt hier. Ja, ja, diese Bilder, die man da sieht, die 6, 7, die verschiedenen Spielekonsolen, die beiden Panzer links und rechts, alles das muss da rein, in die 4 Kilobyte. Warum hat man 4 Kilobyte genommen? Ja, die ersten Spiele, die sie gemacht haben, insbesondere dieses Panzerspiel hier. Ich versuche das mal hinzukriegen. Ja, na, vielleicht nicht gerade im Spielmodus, wo man unsichtbar ist. So, dieses Panzerspiel hier, eines der ersten Spiele, ich glaube das zweite überhaupt, komplett, das brauchte 2 Kilobyte. Und das war damals unglaublich. Ja, sowas hat die Welt damals noch nicht gesehen, dafür haben sie 2 Kilobyte gebraucht, also haben gesagt, für alles was in Zukunft noch kommt, sind 4 Kilobyte mehr als genug. Ja. Okay, was ist noch drin? Okay, jetzt haben wir Platz für das Programm an sich. Irgendwie muss man mit dem Ding interagieren. Ja, wir hatten jetzt schon gesehen, da sind solche Schalter dran. Und man kann Joysticks einstecken. Ja, Joysticks war jetzt auch eine Innovation. Man kann damit lenken, hoch, runter, links, rechts. Und es gibt einen Feuerknopf. Was kann man noch anschließen an dieses Ding? Da waren sie sehr kreativ. Man konnte Pedals anschließen. Das ist jetzt auch eine Anleihe aus den Arcade-Automaten oder auch von dem ersten Pong. Hattet ihr vielleicht gesehen, man hatte nicht so einen Hebel hoch und runter, sondern man hatte so einen Drehregler. Ja, wie am Herd. Ja, und die haben den, im Gegensatz zu dem Joystick, der ist ja digital, ja, hoch, ja, runter, ja, ja, nein, so einen Drehregler, der hat beliebig viele Positionen. Und das ist natürlich jetzt für sowas wie Pong gut, weil dann muss ich nicht runter, 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 sondern ich kann schnell drehen. Ja, ich kann schnell die entsprechende Position erreichen und je nachdem, was es für ein Spiel ist, war ein Pedal das optimale Eingabemedium. Also haben sie auch eine Unterstützung gebaut, um dann ein Pedal anzuschließen. Es gab noch einen Driving Controller, der war im Endeffekt war der ein Joystick, nur statt dem Hebel hat er so ein Drehrad und
konnte insgesamt 16 verschiedene Positionen melden. Gibt ein Spiel, ein Rennspiel in die 500, da fährt man immer so im Kreis. Ja, und das ist recht naheliegend, einen Controller zu haben, wo man halt das Lenkrad immer drehen kann. Ja. So, was gab es noch? Es gab ein Keypad, das war im Endeffekt auch nur, ja, statt den 16 Möglichkeiten, die man hier mit dem Joystick hat, 16 Tasten drauf. Und ein Trackball, der war im Prinzip auch nur ein Paddle. Ja, also es gab dann verschiedene Bauformen, je nachdem, was sich anders angefühlt. Im Prinzip gab es zwei Sachen, digitalen Input oder analogen Input. Und was auch wichtig ist, davon gab es immer zwei. Hat jemand eine Idee, warum es davon immer zwei geben musste? Außer Stefan? Ja, du hast jetzt gesagt, damit man gegeneinander spielen kann. Weil man nicht allein spielen konnte. Bitte? Weil man vielleicht nicht allein spielen konnte. Man kann nicht allein spielen, weil dieses Ding ist einfach so dumm. Ja, das konnte gar kein Gegenspieler irgendwie simulieren, weil mit dem bisschen Speicher, was da drin ist, wäre irgendeine Art von dem Artificial Intelligence oder so, das war faktisch nicht möglich. Ja. Und deswegen waren auch fast alle Spiele, die am Anfang rausgekommen sind, Zweispieler-Spiele. Ja, wenn ich da jetzt Reset drücke und halt bin alleine zu Hause, kann ich nicht spielen. Ja, weil die Intelligenz des Gegenspielers wurde halt ersetzt, auch wieder Kostenersparnis, wenn man so will, durch den anderen, der mitspielt. Ja, man musste sie nicht programmieren, man hätte eh keinen Platz gehabt, wo man sie hinschreibt. Okay, Output-Device, ich denke, das ist offenkundig. Ja. Hätte man den Monitor gemacht, hätte es wieder keiner gekauft, weil er hätte ja wieder Geld gekostet, man wäre irgendwie in Summe über diese 200 Dollar gekommen, keiner hätte es gemacht. Fernseher hatte jeder zu Hause, also hat man einen TV-Output dran gemacht. So, was ist eine Dampfmaschine? 6502. Das ist die Nummer von der CPU, die da drin ist, also von dem Prozessor. Bitte? Ja, gut aufgepasst, ja, sag ich gleich. Also die Generation, die hier, die eine Generation, die ich hier sehe, die weiß wahrscheinlich, was das ist. Die andere hat vielleicht mal was von Intel gehört oder von AMD und die bauen irgendwie so Intel-Prozessoren. So, das ist lange. Ja, das ist ungefähr die Zeit, wo Intel auch angefangen hat, hat noch eine andere Firma angefangen. Man hat ein weiteres Design gemacht, das eine hieß x86, das war Intel, oder 8080. Und 6502 war eine andere Firma, die waren mehr oder weniger ebenbürtig. Ja, einfach zwei CPUs, so wie es heute Intel und AMD gibt. Ja, so gab es halt zwei andere Firmen, die haben CPUs gebaut. So, ich habe gesagt, 6502, tatsächlich gab es den auch. Den hätten sie auch nehmen können. Warum haben sie den vielleicht nicht genommen, wenn ich sage, der ist eigentlich dasselbe? Hat jemand eine Idee, wenn nicht nochmal... Ja, was war, ja, Kosten? Ganz banal. Das ist die gleiche CPU. Die können beide 64 Kilobyte adressieren. Die laufen gleich schnell, alles gleich. Der Unterschied ist, bei dem hier fehlen ein paar Pins. Deswegen ist das Gehäuse kleiner und deswegen spart man ungefähr so einen halben Dollar. Was man verliert ist, man kann keine 64 Kilobyte mehr ansprechen, sondern man kann nur noch 8 Kilobyte ansprechen. War aber scheißegal, wir haben sowieso nur 4. Ja, also wieder ein paar Cent gespart und dafür den kompletten Adressbereich geopfert und reduziert auf irgendwie ein Achtel von dem, was man eigentlich hätte adressieren können. Okay, dann brauchen wir jetzt irgendwas, wo wir diese Joysticks da der CPU bekannt machen können. Ja, das Spiel muss jetzt irgendwie nachgucken können. Aha, wo ist denn gerade der Joystick? Ist der oben, unten, links und rechts? Dafür braucht man den I.O.-Chip. Und wir brauchen auch RAM. Und da gab es jetzt auch wieder so eine Kostenentscheidung. Nämlich, es gab einen Chip, der hatte beides. Ja, und auch wieder statt jetzt zu sagen, ja, ich brauche einen RAM-Chip und ich brauche einen I.O.-Chip, hat man gesagt, dann nehmen wir doch den, der beides drin hat. Haben wir wieder einen Chip gespart, wieder die Kosten und den Platz auf dem Board gespart. Und 128 Byte, mein Gott, das reicht ja locker. So, was der auch noch kann, der hat einen Timer, ja, weil gewisse Sachen müssen zu gewissen Zeitpunkten passieren, da ist es auch noch gut, da ist noch ein Timer drin. Daher hat auch seinen Namen RIOT, RAM Input Output Timer. So, jetzt haben wir was, das kann rechnen. Wir haben was, was ihm sagt, was es rechnen soll. Wir haben Input Devices und etwas, was der CPU sagt, wo das Input Device gerade ist. Wir haben ein Output-Device, jetzt brauchen wir noch irgendwas, was dem Output-Device sagt, was denn rauskommen soll. Irgendwas muss jetzt noch das Bild machen. Ja, also wir haben jetzt, wir können rechnen, wir können irgendwelche Eingaben verarbeiten, aber wir müssen noch was ausgeben. Und da gibt es einen weiteren Chip und das ist im Prinzip das, was das
VCS ausmacht. Da hat Atari auch eins oder mehr, glaube ich, sogar Patente darauf. Das war in dem Sinne der erste Grafikchip. Das ist die TIA. Und das, der Name des Programms, das ist der Television Interface Adapter. Ja, das hieß nicht Grafikkarte, sondern das hieß Fernsehanschlussding. Ja, und was das Ding kann, es kann halt ein Fernsehsignal direkt ausgeben, es kann zwei Kanäle Töne erzeugen. Ich sage jetzt bewusst Töne erzeugen, ich sage nicht Musik machen. Und es konnte Kollisionen erkennen. Ja, das ist das, was der Grafikchip dann der CPU abgenommen hat. Wenn jetzt der eine Spieler gegen den anderen Spieler fährt, oder wenn ich hier mit dem Ring gegen die Wand fahre, so, dann sieht man hier, es passiert einmal und dann bammt er so zurück. Und auch da war jetzt wieder so, das würde alles von diesem Grafikchip gemacht, im Sinne von, der hat die Pixel gezeichnet. Wenn er jetzt einen Pixel zeichnet von dem Rand und einen Pixel von dem anderen, dann hat er gemerkt, ups, das sind ja zwei Pixel auf der gleichen Stelle. Und hat er das der CPU gesagt und hat die CPU gesagt, achso, dann bin ich ja gegen die Wand gefahren. Dann kann ich jetzt was machen. Ja, das heißt, die CPU musste gar nicht wissen, wo ist jetzt das gerade das Ding, sondern der Grafikchip hat Kollisionen festgestellt. Und was der auch gemacht hat, der hat diese analogen Devices wie das Pedal abgefragt. Ja, nochmal zu den Designentscheidungen. Die CPU und das Chipset, ja, also die drei Kästchen von eben, das waren Standardkomponenten. Standardkomponenten war etwas, man konnte in den Elektronikladen gehen, sagen, ich hätte das gerne, und dann haben die einem das gegeben. Ja, das hat nicht jetzt irgendwie, wie bei Intel oder AMD, eine extra Fabrik, die ihnen vielleicht auch noch gehört hat, dann hergestellt, sondern die haben das einfach so gekauft. Die hatten auch andere Angebote. Ja, diese CPU, die sie da gekauft haben, die hat $12 gekostet in der Beschaffung, damals. Sie hatten Angebote von Intel und Motorola. Da hätte eine CPU alleine, also nur die Recheneinheit, $150 bis $200 gekostet. Und damit wäre natürlich das ganze Projekt über diese $200-Grenze gekommen und nie zustande gekommen. Also hat man gesagt, billigstes vom billigsten, der kann das, die nehmen wir. Okay, dann das zweite, 6507 statt einer 6502. Es ist das gleiche Ding. Man hat nur noch Pins abgeschnitten, um den Platz zu sparen. Ja, und dafür hat man einen kleineren Adressraum, den man nutzen kann. Dann den 6520, das ist dieser Riot-Chip, ja, der die eierlegende Wollmilchsau ist. Der hat Speicher, der hat I.O. und der hat einen Timer drin. Und deswegen braucht man keinen separaten RAM-Chips. Ja, alle Dinge, die danach rausgekommen sind, brauchen mehr RAM, ja, und haben dann separate RAM-Chips gehabt. Ja, und es ist halt kein Betriebssystem drin. Demonstriere das mal kurz. Nee. Das kann ich jetzt wiederholen. Ja. In dem Moment, wo ich ihn einschalte, führt er einfach den ersten Befehl aus, der im Speicher steht. Da ist keiner. Und dann passiert das. Ja. Man hat einen ähnlichen Effekt übrigens. Später, wenn ich mich erinnere, wer kennt einen Gameboy? Ja. Wenn man den einschaltet, macht er Bimim. Und was kommt dann? Gameboy. Nee, da kommt so ein kleines Nintendo-Logo oben so runtergescrollt. Ja. Und da war es auch so, dieses Nintendo-Logo ist nicht im Gameboy drin. Dieses Nintendo-Logo ist auf jedem Modul, um den Platz zu sparen. Ja, und hier ist das jetzt ähnlich. Ja. Also man kann das rausmachen und wer kennt, wie man den startet, kommt dann oben so ein kleiner schwarzer Balken reingescrollt, weil einfach die Grafik nicht da ist. Ja, das ist der gleiche Effekt wie hier. Genau, und warum hat man das gemacht? Ja, damit wurde die Konsole billiger, sonst hätte man ja wieder einen ROM-Chip da drin gebraucht. Und die Game-Cartridges, die haben wir ja sowieso hergestellt. Ja, so hat man gesagt, gut, dann packen wir das auf das, was wir sowieso im großen Stück Zahlen herstellen, dann wird es auch billiger. Okay, weitere Designentscheidungen. Ihr habt das am Eingang gesehen mit diesem Moore's Law. Ne? Wie viel Speicher hatte denn so ein Rechner? Und gekostet hat eigentlich jeder Rechner, den ich auf dieser Liste gesehen habe, zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gekauft habe, gleich viel. Ja, immer wenn man sich zum Tag X einen Rechner gekauft hat, der seinen Ansprüchen genügt hat, hat er immer so um die 200, 300 Mark gekostet. Egal welcher von denen, die da standen. Aber es war halt jedes Jahr mehr drin. So, umgekehrt, wenn ich jetzt zurückgehe in der Zeit, dann war etwas, was so viel Speicher hat, dass es sich für jeden Punkt auf dem Bildschirm die Farbe merken kann, so dermaßen unerschwinglich gewesen,
dass es gar keinen Sinn machte. Ja, also 1977, um jetzt hier für diesen Bildschirm, den man da sieht, die Pixel, die wir wahrnehmen können. Heute sind die Pixel auf den Rechnern viel kleiner. Aber für die Pixel, die wir sehen können, da immer so eine Farbe speichert, dann würde man 32.000 Speicherstellen brauchen. Und das war einfach unbezahlbar. Ja, das hätte niemals funktioniert. So, also war die Entscheidung, wir machen da keinen Speicher rein für den Bildschirm. Wir machen das mit dem Bild irgendwie anders. Das erkläre ich gleich. Okay, nämlich, wir haben jetzt keinen Speicher, um das Bild zu speichern. Also was muss man machen? Jetzt muss man verstehen, wie so ein Fernseher funktioniert. Ja, das wissen jetzt vielleicht viele nicht. Dieses Bild, das steht nicht. Dieses Bild sieht nur stehend aus, weil es so schnell gemalt wird, immer wieder, dass unsere Augen das nicht sehen. Ja, weil diese Scheibe hier vorne, weil die den Effekt hat, dass sie nachleuchtet. Wenn ich es jetzt ausmache, geht es wahrscheinlich nicht gleich wieder an. Oder rum. Da. Ja. So, ihr seht, das glüht so, das kommt langsam hoch und dann kommt runter. So, was passiert hier? Hier hinten dran ist ein Elektronenstrahl. Ich nehme jetzt mal den Elektronenstrahl. So, und der zeichnet das Bild, wie mit einem kleinen Punkt. Der fängt hier oben an, der zeichnet eine Linie. Dann macht er ihn aus, lenkt ihn zurück, zeichnet die nächste Linie, macht ihn wieder an. Blauen Punkt, weißen Punkt, blauen Punkt, weißen Punkt, blauen Punkt, weißen Punkt, ausmachen, zurück. Und das macht er Linie für Linie, bis er ganz unten ist. Dann schaltet er den wieder aus, macht ihn wieder oben links in die Ecke und macht das wieder. So, das macht er 50 Mal in der Sekunde. Ja, das können unsere Augen nicht mehr wahrnehmen. Ja, alles, was über 25 Bilder pro Sekunde ist, sieht für uns wie ein stehendes Bild aus. Ja, wenn man das mit einer Kamera abfilmt, dann sieht man manchmal so Streifen durchlaufen. Ja, das ist genau der Effekt, weil diese Kamera schnell genug ist zu sehen. Ja. Also, was hat man gesagt? Okay, also statt jetzt für jeden von diesen Punkten die Farbe zu speichern, machen wir Folgendes. Die CPU weiß einfach, wo der TV-Strahl gerade ist. Ja, das heißt, in Wirklichkeit, während dieser Strahl hier hin und her wandert, läuft das VCS mit und sagt immer Punkt an, Punkt aus, Punkt an, Punkt aus, Punkt blau, Punkt grün. Ja, und das muss der Programmierer von Hand machen. Ja, heute hat man eine Grafikkarte, die ist wie ein Zeichenblatt, wie so ein Karo-Blatt. Ja, da sagt man als Programmierer, ich hätte den Punkt gern so und den Punkt hätte ich gern blau und den Punkt hätte ich gern grün. Das gab es nicht. Sondern man musste sich das Bild hinmalen als Programmierer und jetzt ein Programm schreiben, das genau dieses Bild erzeugt. Ja, das heißt, setze jetzt einen Punkt, mache den Strahl jetzt an, mache den Strahl jetzt blau, schalte den Strahl jetzt ab. Ja, und man hat wirklich dieses Bild gezeichnet, Zeile für Zeile. So, und deswegen diese Art, das Bild aufzubauen, nennt sich Racing the Beam, daher auch der Titel von diesem Buch. Ja, man rennt ein Rennen gegen den Beam, gegen den Strahl, der das Bild malt. Man, als Programmierer muss man immer genau so schnell sein Programm schreiben, wie der Fernseher gerade das Bild zeichnet. Und das alle 50. Sekunde nochmal. Ja? Das ganze Programm ist also eine lange Schleife, die genau das tut, was ihr seht. Ja, also das Programm und das Bild sind praktisch eins. Okay. Die CPU erzeugt also eine Zeile TV-Output zu einem Zeitpunkt. Das sieht man übrigens auch hier bei dem, was ich eben gemacht habe. Dieser Grafikchip merkt sich genau eine Zeile. Wenn die CPU wie jetzt gerade anhält, wird der Grafikchip diese Zeile so lange wiederholen, bis die CPU es ändert. Da sie jetzt abgestürzt ist, passiert das nicht mehr. Ja, also diese Streifen, die man da sieht, das ist diese eine Zeile, die CPU zeichnet oder dem Grafikchip zur Anzeige gibt und der wird halt so lange wiederholt, bis was anderes passiert. Ja, und wenn sie abstürzt, passiert dann nichts mehr. Deswegen gibt es Streifen. Okay, was hat man denn jetzt an Möglichkeiten? Ich habe eben gesagt, die CPU schaltet den Strahl an oder aus oder blau oder schwarz. Ganz so schlimm ist es nicht. Ja, dieser Grafikchip hilft einem ein bisschen. Weil er kann sich nicht viel merken, weil er hat nicht viel eigenes RAM, aber er kann sich ein bisschen was merken. Man hat 21 Bit Grafikspeicher. Ein Bit, das ist einmal an oder aus. Ja, mein Name, Peter, wenn ich den auf dem Computer tippe, der braucht 40 Bit. Ja, also mit 21 Bit kann ich
so fast hinschreiben. So, diese 21 Bits sind jetzt wirklich 21, na, es sind 20 Punkte. Ja, wenn man jetzt hier guckt, das hier ist ein Punkt. Ja, so breit ist ein Punkt. Und von denen habe ich 20 Stück, und zwar diese 20 auf dieser Seite vom Bildschirm. Idee, was wir mit der anderen Seite vom Bildschirm machen? Gespiegelt. Gespiegelt. Noch Ideen? Wiederholen. Genau. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Und dafür ist dieses 21. Bit. Ja? Ich kann sozusagen sagen, wie sieht die linke Hälfte vom Bildschirm aus? Und dann kann ich sagen, entweder zeig sie umgekehrt nochmal an, oder ich kann sagen, wiederhole sie nochmal. Ja, wenn man jetzt hier guckt, dann sieht man ganz klar, dieses Spiel nutzt das Bit so, dass es sagt, okay, den hier zeichne ich und der hier, der Teil, der ist der gleiche. Ja, deswegen gibt es 21 Bit Grafikspeicher. Dann hat man noch ein paar Bits, weil man ja sieht, die sind ziemlich grob. Ja, so ein Pixel, das ist wirklich blocky. Ja, wenn ich das bewegen würde, das würde machen, blop, 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 blop. Ja. Ich hätte genau 40 Positionen, das würde scheiße aussehen. Also, was hat man noch? Man hat noch ein Bit für den Ball, den sieht man jetzt hier nicht. Und man hat zweimal einen Player. Das ist jetzt ziemlich klar zu erkennen, was die Player sind. Das ist ein Player, das ist ein Player. Das kann man daran erkennen, dass diese Pixelchen, aus denen das Ding besteht, kleiner sind. Ja, dann muss es ein Player sein, weil was anderes gibt es nicht. Ja, wenn ich das jetzt hier drehe, dann sieht man, was so der kleinste Punkt ist. Ja, beziehungsweise wenn ich jetzt schieße, das ist dieses 9. Bit. Ja, das ist die Missile. Ja, also die Namen, die diese Sprites oder diese Grafikelemente haben, sagen auch schon aus, woher das kommt. Also man hat diese Konsole gebaut, diese Hardware, dieses ganze Design gebaut, im Endeffekt, um dieses Spiel zu machen. Und alles, was danach kam, hat das so gut es geht wiederverwendet und dann haben die Leute angefangen, das auszureizen. Ja, jetzt sieht man das schön hier, das sind 8-Bit, das sind 8-Bit und wenn ich schieße, habe ich noch eins mehr. Und die Besonderheit von diesen Elementen ist, dass sie sich halt feiner bewegen können als dieses grobe 40-Punkte-Raster. Deswegen sieht so ein Schuss hier doch relativ flüssig aus und kann sich flüssig bewegen. Was man auch sieht von den Farben, ja, der eine Player hat eine Farbe und sein Schuss hat die gleiche Farbe und der andere Player hat eine andere Farbe und sein Schuss hat die gleiche Farbe. Ja, also hat man insgesamt folgende Elemente, man hat eine Hintergrundfarbe, man hat diese 20 und 20 Pixel, um einen Background zu zeichnen. Und davor hat man zwei Player, eine Missile pro Player und wenn man will noch einen Ball. Der Ball ist das aus Pong. Ja, wenn ich diese zwei Spieler habe und das Ding, was sich in der Mitte bewegt, das ist der Ball. Wer hat die eingeschafft, der hat die gleiche Farbe. Genau. So. Noch ein paar andere Spieler, wenn man das auch schön sieht. Das hier ist von 1977, ja, das war ganz der Anfang. Ja, die Leute haben, das Design wurde gemacht, tatsächlich wurde die Hardware geändert, damit dieses Spiel überhaupt funktioniert. Ja, also wenn man sich das vergegenwärtigt, das ist so wie wenn Microsoft jetzt die Xbox macht und sie haben ein Spiel und sie merken, ah nee, in dem Spiel kriegen wir das nicht hin und dann ändern sie die Xbox. Ja, und das haben sie damals gemacht, weil tatsächlich so viel Grafik in einer Zeile darzustellen, ja, also hier zwei Spieler mit zwei Missiles, dafür hätte die Rechenleistung nicht ausgereicht. Und sie haben dann einen Trick angewandt, den jetzt erklären wir zu kompliziert, aber sie haben tatsächlich ein paar Bits auf der Platine und ein paar Leitungen geändert, sodass das praktisch mit einem Programmiertrick nachher dann noch geklappt hat, sonst würde selbst dieses Spiel auf der Kiste nicht laufen. Okay. Hier ein weiteres Spiel, das ist schon ein Jahr später, Basketball von Atari. Wer hat eine Idee, was das grafisch hier für ein Element ist? Nicht, was es sein soll, sondern, also wir haben Background-Grafik, also Playfield heißt das.
Player und Missile. So, wer hat jetzt eine Idee, was das ist? Ein Missile? Nein, ein Missile wäre nur ein Punkt breit. Okay. Der kann jetzt zwar doppelt und dreimal so breit sein, aber er könnte das nicht. Ja, es ist was von, ist genau, das ist gespiegelt. Ja, das, diese blauen Dinge sind das Playfield, so wie hier eben. Die sind Hintergrund. So, jemand eine Idee, was das ist? Der Ball. Der Ball. Ja, man sieht ja die gleiche Farbe wie das Playfield, das konnte man sich nicht aussuchen, das war einfach so. Aber er ist nur ein Klotz und er kann sich aber fein bewegen. So. Hm? Player? Player 2. Ja, man sieht auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alle Pixel ausgereizt. Ja? So, was haben wir noch? Das hier. Diese Linie. Was kann das sein? Genau, das ist das, was in diesem Spiel der Schuss ist. So. Ich weiß nicht, ich bin kein Spieler. Ja, das habe ich eben gesagt. Ich habe gesagt, diese Einzelelemente, die sind nur einen Punkt breit. Ja. Wie macht man das? Jemand eine Idee? Das ist jetzt nicht nur ein Punkt. Hier war es nur ein Punkt. Zeilenweise wiederholen. Genau, weil der Grafikchip ist ja dumm. Ja, wenn ich dem sage, mach in der Zeile den Punkt und ich sage jetzt nichts weiter, dann macht er den in der nächsten Zeile einfach genauso. Das sind die Streifen vom Anfang, vom Einschalten. Ja, das heißt, solange ich nicht sage, mach es anders, sieht die nächste Zeile genauso aus wie die Zeile davor. Und der Grafikchip, weil dem Grafikchip ist auch egal, wo er den anzeigt. Ja? Ich muss praktisch nur sagen, mach nichts, mach nichts, mach nichts. Jetzt bewege ich eins nach rechts. Ja, also es ist wirklich so, dass man mit diesen einzelnen Punkten, die man hat als Programmierer, das Bild zeichnet. Ja, und man sich überlegen muss, in der Zeile mache ich den jetzt eins rüber. In der Zeile mache ich den runter, in der Zeile ändere ich jetzt vielleicht die Farbe. Ja, weil wenn man jetzt guckt, da oben ist es schwarz und da unten ist es braun. Das passiert einfach dadurch, dass zu der Zeit, wenn der TV-Strahl hier ankommt, wird die Hintergrundfarbe von schwarz auf braun geändert. Ja, also da ist kein braunes Stück Grafik irgendwo im Speicher, sondern es wird einfach die Farbe geändert. Genau zu der Zeit, wo der Fernseher da ist beim Zeichnen. Hier ist ein Beispiel, für, wo Sie jetzt schon ein bisschen was ausgereizt haben. Ja, wo Sie etwas machen, was nach dem, was ich eben gesagt habe, so eigentlich nicht geht. Wenn man sich das mal anguckt, das sind ziemlich viele Pixel, die sind ziemlich grob, also was wird das wahrscheinlich sein? Eine Farbe? Playfield. Ja, das ist das Gleiche, was dort das Blaue ist und das ist das Gleiche, was hier den Rahmen macht. Jetzt habe ich gesagt, man hat nur 20 Pixel. Ja, und man, jetzt kann entweder, es kann gespiegelt sein oder es kann beides gleich sein. Wenn man jetzt hier drauf guckt, das ist so ein Hangman-Spiel, kennen wir alle, ne? Ich rate was. So, und jetzt sieht man, jetzt sieht aber die linke Seite ganz anders aus als die rechte Seite vom Bildschirm. Okay, also was hatten die Programmierer jetzt schon gelernt? Die Programmierer hatten gelernt, ihr Programm so zu strukturieren, dass sie, weil dieser Chip hat ja keine Erinnerung, der weiß einfach nicht, was passiert. Der schreibt mal was rein und dann macht er einen Pixel. Ja, und Sie haben jetzt praktisch das Programm so geschrieben, dass es auf der linken Seite vom Bildschirm die Daten reinschreibt für die linke Seite. Und während der Fernseher die linke Seite zeichnet, schreibt das Programm in die gleichen Register neue Werte für die rechte Seite. Ja, das heißt, man rennt jetzt diesem Strahl nicht nur zeilenweise hinterher, sondern man fängt jetzt an, diesem Strahl in der gleichen Zeile hinterher zu rennen als Programmierer. Und quasi, nachdem das Ding dargestellt wurde, es schon wieder zu ändern, weil es ja gleich nochmal dargestellt wird. Ja, das heißt, dass die CPU, der Rechner, wenn er sowas macht, auch zu 100% damit beschäftigt ist, nur das Bild zu malen. In dieser Zeit kann er jetzt keine Logik ausführen oder den Gegner, die Logik, die das Verhalten des Gegners simulieren oder irgendwie einen Joystick auswerten, das kann er nicht. Er muss einfach nur das Bild zeichnen. So. Wenn wir jetzt noch ein paar Jahre vorangehen, 1981, ein Fußballspiel. Ja, so sah FIFA Soccer 1981 aus. So, was haben wir hier wieder? Wir haben das Playfield. Sehen wir schon. Den Ball. Naheliegend bei Fußball. Und die Player.
Was man jetzt hier auch schön sieht, ist, wie, so wie wir das hier gesehen haben, das Ding ist zwar nur 8 Pixel breit, was ich bewegen kann, aber ich kann es in jeder Zeile ein bisschen verschieben. Und dadurch kann ich jetzt Folgendes machen. Ich kann es in der Zeile da darstellen und wenn der Zeilenstrahl ein bisschen weiter ist, wieder hier. Also das und das ist das gleiche Ding. Ja, nur während der Fernseher das gezeichnet hat, habe ich es ein bisschen rüber positioniert. Und zwischendrin hatte ich die Farbe abgeschaltet. Sonst würde man hier so ein Streifen sehen. Ja, also es ist wirklich Zeile für Zeile, überlege ich mir, wie ich das Bild mache. Was man hier auf den, warum ich das hier reingenommen habe, ist, dieser Grafikchip kann noch ein paar Sachen, um jetzt sozusagen aus dieser Limitierung, dass man nur diese Player und diese Missiles hat, noch mehr Variationen machen zu können, dem Programmierer doch noch was zu geben, aus dem man was machen kann. Und zwar ohne, dass die CPU noch was dafür machen muss. Ja? Diese ganze Kiste, was ich eben hier gesagt habe, um das Bild zu zeichnen, braucht man 100% der Rechenleistung. Das ist so, wenn der PC sich meldet, mit ihr System ist ausgelastet. Ja, da passiert sonst nichts mehr. Da kann man nichts mehr machen. So. Und was der Grafikchip, aber genau, was man halt nicht gemacht hat, war jetzt zum Beispiel noch mehr Pixel da reinpacken. Ja, man hätte auch 40 Pixel da reinpacken können. Das Problem ist, die CPU wäre gar nicht schnell genug gewesen, 40 Pixel da reinzuschreiben. Ja, also es hat gar keinen Sinn gemacht, eine höhere Auflösung zu machen oder noch mehr Spieler oder noch mehr Player oder irgendwas, weil der Rechner wäre gar nicht schnell genug gewesen, die Grafikdaten da pro Zeile reinzuschreiben. Also hat man was anderes gemacht, man hat den Grafikchip noch schlauer gemacht. Genau, Byte-Lanes. Ah, da sieht man es. Man hat den Grafikchip jetzt noch ein paar Bits mehr spendiert und hat gesagt, okay, ohne jetzt noch viel Hardware zu investieren, was können wir noch aus der Grafik machen, die wir bis jetzt schon haben? Was sie gemacht haben ist, sie haben gesagt, ja gut, die CPU sagt in jeder Zeile, wie der Player aussehen soll. Dann weiß der Grafikchip das. Und was er jetzt machen kann, ohne dass die CPU noch was tun muss, ist, der Grafikchip kann jetzt verändern, wie der gezeichnet wird. Wird er jetzt nur einmal gezeichnet? Wird er zwei- oder dreimal gezeichnet? Oder wird er vielleicht breit gezeichnet? Ja, für die CPU sieht das hier genau gleich aus. Aber es gibt noch zwei Bit in dem Grafikchip, wo man sagen kann, mach den Player doppelt so breit, mach ihn viermal so breit, stell ihn zweimal da oder stell ihn dreimal da. Ja, also insgesamt gibt es fünf Varianten. Und was die Leute dann gemacht haben, ist, die haben gesagt, das ist ein Spiel, das hat 32 Game-Variationen. Diese 32 Game-Variationen sind genau die Varianten, die der Grafikchip kann. Mal zwei, mal drei Sachen darzustellen. Ja? Das heißt, der Trick war, jetzt in Hardware konnte man das gleiche Sprite zwei- oder dreimal darstellen. Und deswegen sieht auch dieses Spiel so aus. Ja? Weil in der Zeile ist das beides mal Player 1. Nur der Grafikchip kann sagen, ich zeichne den nicht einmal, ich zeichne den zweimal oder dreimal. Wir haben auch ein Spiel hier, Pitfall. Wer kennt Pitfall? Ja, da läuft so ein Männchen und dann musst du über Krokodile springen. Wenn man sich das Spiel mal vor Augen nimmt, ich habe glaube ich auch hier irgendwo, dann wird man sehen, das sind immer entweder zwei oder drei Krokodile. Die sehen auch immer gleich aus. Die machen auch immer gleichzeitig den Mund auf und zu, weil das ist das gleiche Ding. Ja, der Rechner wäre gar nicht schnell genug gewesen, dass das eine Krokodil den Mund auf und das andere hinzu hätte. Ja, man hat dem Grafikchip beigebracht, einfach so Spiegelbilder darzustellen. Ja, das war 81. Ja, jetzt sehen wir hier halt, okay, Spiegel wird verwendet, pro Zeile Sachen ändern. Das ist noch sehr abstrakt. Und wenn wir jetzt mal gucken, das sind 6 Jahre. Diese ganze Limitierung, ja, dass der Grafikchip das nicht kann, wurde ja kompensiert dadurch, dass man gesagt hat, das muss halt der Programmierer machen. Es war so, dadurch, dass das so ein großer Erfolg war, wurden halt so viele Leute Programmierer auf dem VCS und haben halt so viel gelernt über die Zeit, und es war eine Community, die sich dann halt auch ausgetauscht hat, dass die Programmierer einfach immer besser wurden. Ja, also diese Hardware hat sich in den 15 Jahren nicht geändert. Ja, dieses Ding da unten ist das Gleiche, was das da macht. Aber die Programmierer haben immer mehr gelernt, wie man mit dieser limitierten Hardware bessere Bilder erzeugt. Ja, weil, wie ich ja gesagt habe, es ist ja nicht wirklich die Hardware, die das Bild macht. Die Hardware macht nur eine Zeile. Und alles andere liegt
beim Programmierer. Je besser der Programmierer programmieren konnte, je ideenreicher er war, zu sagen, und an der Stelle mache ich das mit dem Bild und an der Stelle mache ich das mit dem Bild, umso mehr konnten sie rausreizen. Ja, und wenn man jetzt hier guckt, dann sind das wieder hier der blaue Player 1, Player 2 und jetzt sieht man im Gegensatz zu dem da drüben, die sind jetzt tatsächlich schon animiert. Ja? Und die laufen verschiedene Animationsphasen. Und wenn man jetzt hier unten guckt, das sieht jetzt gar nicht mehr so grob aus wie da drüben. Ja, was haben sie jetzt gemacht? Sie haben gelernt, mit dem Player das zu machen, was sie da oben mit dem Playfield gemacht haben. Jetzt zeige ich den Player 1 an, hier, und während der TV-Strahl hier rüber wandert, ändere ich ihn. Und das hier ist in Wirklichkeit das Spiegelbild von dem. Nur bevor der dargestellt wird, hat der Programmierer gesagt, und hier an der Stelle von der Zeile ändere ich die Grafik und in der nächsten Zeile wieder. Ja, also die Programmierer haben immer feineres Timing benutzt, immer mehr an dem Timing und an der Kontrolle rumgespielt, um ein besseres Bild zu erzeugen. Ja, das ist sozusagen der Segen und der Fluch vom VCS und warum es sich so lange gehalten hat. Es war halt nicht die Hardware und was die kann sie und fertig, ja, sondern da alles beim Programmierer im Endeffekt lag, konnten die Programmierer besser werden und bessere Spiele machen, die halt besser aussehen. Ah, da oben ist es übrigens. Pitfall. War das erste Computerspiel, das ich je gesehen habe in meinem Leben damals. Und hier sieht man auch wieder die beiden Fässer. Ja, das ist auch wieder ein Player, aber halt zweimal dargestellt. Kommt immer zwei Fässer rein, zwei Fässer raus. Ja, der Player ist oben, hier unten ist, das ist Player 2, das ist Player 2, man selber ist Player 1. Ja, und hier, ganz übertrieben, ein Hi-Res-Logo. Ja, mit ja, 40 Pixel. Geht eigentlich gar nicht. Ja, kann diese Kiste nicht. Was haben sie gemacht? Das ist Player 1, Player 2. Spiegel von Player 1, Spiegel von Player 2. Spiegel von Player 1, Spiegel von Player 3. Ja, also drei, das gleiche Ding dreimal dargestellt, dann nochmal dreimal dargestellt und das Timing jetzt so genau gemacht, dass nachdem ein Pixel von dem einen fertig gezeichnet war, das nächste Pixel von dem nächsten gemacht war. Ja, also wirklich, jetzt sind wir schon fast auf der Ebene, dass der Programmierer einzelne Pixel durch das Timing, ja, setze ein Pixel, warte ein bisschen, setze ein anderes Pixel, warte ein bisschen mehr, solche Dinge daraus kratzt. Okay, das letzte Spiel, das rausgekommen ist, kommerzielles Spiel von 1986 für das VCS, Solaris. Ja, wenn man sich das jetzt anschaut, das ist bunt, das hat tatsächlich, wenn sich das bewegt, das ist so ein 3D-Effekt. Man scrollt da so eine Landschaft, dann gibt es Hyperraum-Szenen. Wenn man das dann vergleicht mit dem, dann sieht man, was die Programmierer gelernt haben über die Zeit. Ja, das ist immer noch die gleiche Hardware, die haben nur immer besser gelernt, sie zu beherrschen, was man auch noch sagen muss. Dieses Spiel hat 16 Kilobyte auf dem Modul. Ja, also wie ich hatte am Anfang gesagt, rein rechnerisch passen hier vier drauf, die das System sehen kann. Was man dann gemacht hat ist, man hat von diesen 4096 Zellen, wo was stehen kann, hat man sich eine Handvoll reserviert und hat gesagt, wenn die gelesen wird, dann gebe ich dir gar nicht den Wert, sondern wenn du auf die lesen zugreifst, dann drehe ich das Modul intern um und zeige dir ein anderes. Ja, das heißt, in diesem 16 Kilobyte Modul sind in Wirklichkeit 4 Kilobyte Module drin. Und der Programmierer kann dadurch, dass er sagt, lies mal Speicherstelle 1, das erste einschalten. Und dadurch, dass er sagt, lies Speicherstelle 2, das zweite einschalten. Ja? Bank Switching nennt sich das. Ja, das ist schwierig, ein bisschen schwierig zu beherrschen, weil das Programm schaltet sich sozusagen selber weg. Ich lese, ich gehe, ja, und dann lese ich irgendwo und während ich das tue, tauscht sich das komplett aus, das ROM, und auf einmal bin ich in einem anderen ROM. Ja? Und das hat man halt ins Extrem getrieben, damals noch bis 16 Kilobyte. Die modernen Module machen das andauernd. Ja, aber das war damals halt wieder sowas, wie kommen die Leute um diese Limitierung mit den 4 Kilobyte rumrum? Ja, sie haben sich immer irgendwas einfallen lassen, da noch drum rumzukommen und doch noch was auf dieser Maschine zu machen. Ja, dann hatte ich ja gesagt, dass ich irgendwann mal was selber machen wollte. Nachdem ich das Buch gelesen hatte und die Kiste gekriegt habe, hat das dann noch ungefähr ein Jahr gedauert. Und dann habe ich das da programmiert. Meine erste Atari VCS-Demo. Habe ich das jetzt hier? Das andere habe ich hier. Aber ist egal. Kann ich ja nachher vielleicht mal anmachen.
Ja. Das ist Playfield, das ist Playfield. Pro Zeile wird die Farbe geändert. Das ist Player 1. Das ist Player 1, nur zweimal dargestellt. Ja, gespiegelt. Also wiederholt, aber über den Rand hinaus. Wenn hier irgendwas rausgeht, kommt es da sozusagen wieder rein. Ja, das ist auch wieder ein Trick, das ist zweimal das gleiche Ding. Die Herausforderung vielleicht hier, das RAM. Also bei allen Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben, war das so, das waren eigentlich zwei Spielerspiele oder recht einfache Spielkonzepte. Da musste ich diese Konsole nicht allzu viel merken. Die muss ich merken, die Position hier von dem Ding, die muss ich merken, die Position von dem Schuss, die Punktzahl und ob das Spiel rum ist. So, das kriegt man irgendwie in 12 Byte. Ja, dafür braucht man von den 128 kaum irgendwas. Für das Ding hier, ich muss doch mal gucken, wo ich es habe. Genau, ich mach's mal. So. Achso, es gab zwei Varianten. Amerika hat einen anderen Fernsehstandard als Europa. Es gab eine NTSC-Variante, so nennt sich der amerikanische Fernsehstandard, und PAL. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier das Richtige ist. Ich versuche es mal. Also, ich bin da ganz fertig. Da rein. Was das ist, erzähle ich übrigens gleich. Mal gucken. Damit man versteht, was das hier für ein Effekt ist. Das lasse ich jetzt mal weiterlaufen. Also das zu programmieren hat mich ungefähr 4 Monate gekostet. Das sind 4096 Pixel. So viel ROM hat die Kiste. 128 Byte. Das sind 128. Damit kriegt man so viele Punkte hin. Und der Bildschirmspeicher hat 21 Pixel, das sind genau so viel. So, was man jetzt sieht, sehr schön sieht, das sieht ja scheiße bunt aus. Das liegt daran, dass das Atari zwar nur ganz wenige Farbregister hat, nämlich den Hintergrund, das Playfield, Player 1 und Player 2, also mehr als 4 Farben, kann er nicht unterscheiden. Aber für diese vier Elemente kann ich aus 128 Farben wählen. Ja, das war jetzt eine zweite Stärke von dem VCS. Wenn man sich jetzt irgendwie einen Apple anguckt aus der Zeit, der hatte halt irgendwie 6 Farben und die waren noch nicht mal sauber. Ja? Oder ein ZX81, der hat nur schwarz und weiß. Obwohl er viel später rausgekommen ist, ja. Weil dadurch, dass es ja keinen Bildschirmspeicher gab, ja, war der einzige Information, die der Grafikchip brauchte, wenn ich jetzt einen Pixel mache, welche Farbe. Ja, also es war jetzt nicht so, dass er für mehr Farben mehr Speicher gebraucht hätte, sondern es gab nur die 4 Register. Ja, und was hier jetzt passiert ist, dass einfach in jeder Zeile ein anderer Wert reingeschrieben wird. Ja, schreib 1, schreib 2, schreib 3, schreib 4, dann wird es heller. Ja, das war halt ein herausragendes Merkmal, warum auch diese Konsole so lange bestanden hat gegen andere Systeme, weil auch wieder dadurch, dass der Programmierer jetzt geschicktes Timing macht und diese Palette ausspült, kann ich halt so ein, was weiß ich hier, so einen Regenbogeneffekt reinmachen, ja, oder einen Sonnenuntergang oder irgendwas. Das konnte keine andere Konsole, weil sie einfach gar nicht so viele verschiedene Farbtöne anzeigen konnte. Die konnten alle viel mehr Pixel machen, aber es war scheißegal, wenn der Programmierer das gut verwendet hat und das gar nicht gesehen. Ja. Ja, was ich hier mache, ist im Endeffekt einfach nur an jeder Zeile Beam Racing. Ja, ich ändere die Hintergrundfarbe, ich ändere den Inhalt von dem Player. Und hier, das ist das Playfield. Ja, und dann merke ich mir, habe ich gedacht, das ist ja ein ganz einfacher Effekt eigentlich, sieht schön aus. Ja, einfach so ein paar Rasterzeilen, man ändert in jeder Zeile eigentlich nur die Farbe. Ja, dann hatte ich aber das Problem, als ich das machen wollte, insofern dann zum RAM und warum es eine Herausforderung ist, heutzutage auf dem Ding zu programmieren. Das Mindeste, was ich hier machen muss, ist, ich muss mir für jede Zeile merken, ja, welche Farbe soll denn der Balken haben. So, das sind jetzt 96 Zeilen.
Okay, kriege ich hin, meine 128 Beitragen. Ne? Das kann ich mir für jede Zeile der Farbe merken. So, jetzt habe ich ja noch ein Problem. Ich will ja nicht, dass es ausgefüllt aussieht, sondern ich will diesen beweglichen Balken da haben. Das heißt, ich muss mir für jede Zeile auch merken, wie breit soll der sein. Also habe ich dann überlegt und bin drauf gekommen, 96 plus 96, das ist auf jeden Fall mehr als 128, das kriegt man nicht hin. Das geht nicht. Dann habe ich lange überlegt, bis ich dann irgendwann die Lösung hatte, nämlich ich habe die Breite in die Farbe kodiert. Ja, aber wenn man jetzt hier guckt, jeder Balken, der eine andere Farbe hat, hat auch eine andere Breite. Also habe ich jetzt wieder irgendwie versucht, einzelne Bits zusammenzupacken, ja, damit sie halt in diese 128 Byte reinpassen. Das ist jetzt sehr technisch. Ja, aber einfach um eine Idee zu geben, da gibt es Sachen, da guckt man drauf und sagt, das geht nicht. Ja, und wenn man dann lange genug überlebt, sagt man, okay, wenn ich die und die Einschränkungen in Kauf nehme beim VCS, dann kriege ich das hin. Und wenn ich das jetzt ordentlich präsentiere, dann sieht man gar nicht, dass das immer der gleiche Player ist oder immer die gleiche Farbe oder die gleiche Animation. Ja, es fällt jetzt keinem auf, dass das hier immer 4 Pixel sind oder dass jetzt der Balken immer blau ist. Ja? Aber wenn man darüber lange genug nachdenkt, findet man für viele Sachen halt dann auch doch noch einen Weg, das zu machen. Ja, 2011, meine letzte Demo auf dem VCS, die hatte dann 8 Kilobyte, mit der habe ich dann auch den ersten Preis gemacht bei einem total irren Wettbewerb in Polen, dem ersten Atari VCS Demo-Wettbewerb, also wo Leute sowas machen, was ich da mache, und dann in den Wettbewerb gegeneinander antreten, also da kommen nur Verrückte. Und war ein Heidenspaß und ja, hat viel positives Feedback gekriegt und war auch einer der Gründe, warum ich dann irgendwann gefragt wurde, hey Peter, willst du nicht mal so einen Vortrag machen? Den habe ich dann letztes Jahr gehalten und jetzt, das mag ich jetzt die deutsche Version davon. Ja, also das ging jetzt darum zu zeigen, so wie das mal losging. Ja, mit dem Ding, wofür die Konsole designt wurde, bis hin zu sich irgendwie drehenden, bunten Sachen, die gar nicht aussehen, als ob sie für diese Hardware irgendwie mal gemacht wurden. Und das alles nur dadurch, dass die Leute gelernt haben zu programmieren. So, jetzt gehe ich noch ein bisschen in die Technik. Das will ich nicht zu lange machen. Ja, ich habe eben schon mal den Beam gespielt. Ja, ich habe eben schon mal gesagt, okay, so baut der Fernseher das Bild auf. Und genau so muss der Programmierer programmieren. Ja, der Programmierer muss dem Fernseher folgen, während er das Bild zeichnet. Oben gibt es einen Bereich, der ist schwarz. Der ist jetzt hier ziemlich weggeregelt. Das ist der Vertical Blank. Der hat eine feste Anzahl an Zeilen. Dann kommt der sichtbare Bereich, das, was ihr hier seht. Und was in Wirklichkeit ist, rein gedacht, hier ist auch noch so ein Stück. Das sehen wir auch nicht. Da ist dieser Zeilenstrahl aus. Das ist sozusagen die Zeit, die ihr braucht, um von links wieder nach rechts zu gehen. In der Zeit wird nichts dargestellt. In der Zeit hat die CPU aber Zeit, sozusagen das Bild vorzubereiten für die nächste Zeile. Weil es ist ja jetzt wichtig, wenn ihr das zeilenweise zeichnet, dass die CPU dem Grafikchip die Daten schon gegeben hat, bevor der jetzt anfängt zu malen. Ja, sonst würde man irgendwie mittendrin sehen, der Player ist noch nicht ganz da oder irgend sowas. Ja? Das heißt, das ist die Zeit, die der Programmierer hat, um den Rest von dem Bild für eine Zeile aufzubauen. Und hier unten beginnt der Overscan. Diese TV-Standards haben nicht wirklich damals gesagt, wie groß so ein Bild ist. Ne? Heute weiß jeder, wenn er einen PC hat oder irgendwas, da steht drauf, ja, so viel, mal so viel Pixel. Das war gar nicht so richtig festgelegt. Deswegen gab es halt so eine Empfehlung von Atari, lasst oben und unten mal ein bisschen Platz, sonst schneidet der Fernseher vielleicht das Bild ab. Und in der Zeit, wo er jetzt nichts anzeigt, von hier unten bis der Strahl ist wieder hier oben, das war die Zeit, wo die CPU jetzt kein Bild malen musste. Da konnte der Programmierer jetzt wirklich die Spiegellogik hinlegen. Ja, das heißt, den Joystick abfragen, berechnen, ob der Player jetzt hoch oder runter laufen muss, einen Punktestand hochzählen, ein Leben abziehen. Ja. Das passiert jede 50. Sekunde in dem Stück, das man an Rechenzeit hat. So, das klingt jetzt nach nicht viel, ist aber auch gar nicht schlimm, weil er hat ja sowieso keine Rahmen, um was hinzuschreiben. Ja, also er würde jetzt auch nichts bringen zu sagen, er hat jetzt mehr Rechenleistung verfügbar. Weil was würde er machen? Er würde irgendwas ausrechnen wollen und müsste irgendwo hinschreiben. Es gibt aber gar keinen Rahmen, wo er es hinschreiben könnte, also braucht man auch nicht mehr RAM reinmachen. Ja, das kann jetzt keine Sau sehen, weil es ja zu klein ist. Okay. Ja, das war die Historie, das war, was die Leute gelernt haben. Genau, und jetzt bin ich noch gekommen, ich habe programmiert. So,
Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt heutzutage was programmiere, achso, auch als die damals programmiert haben, haben die das natürlich nicht auf dem VCS gemacht. Ja, also wenn jemand ein Programm schreiben wollte, dann hat er nämlich immer eine Tastatur. Ja, oder irgendwie ein Device, auf dem ich was laden oder speichern konnte. Das heißt, schon damals, als diese Spiele gemacht wurden, wurden die auf, in Anführungszeichen, richtigen Computern gemacht. Das heißt, es gab ein System, da haben die Programme geschrieben, haben auf den Knopf gedrückt. Dann hatten sie so eine große Platine, da konnte man das dann reinladen. Dann haben sie da reingesteckt und haben das Spiel getestet. Im Prinzip das Gleiche gibt es heutzutage auch. Ja, das heißt, als ich jetzt anfangen wollte, was zu programmieren, habe ich gesagt, dann soll das aber auf dieser Originalkiste irgendwie laufen. Und dann gibt es folgende Möglichkeiten. Es gibt eine Cartridge, die kann man sich kaufen. In den USA gibt es die von Atari Age. Die hat so ein neumodisches Ding drin, nämlich eine SD-Karte. Ja? Das hatten sich die Designer von dem Atari VCS sicherlich so gedacht. Also diese SD-Karte hat, weiß ich nicht, wie viele Gigabyte, Megabyte. Ne? Steht natürlich in keiner Relation zu den 128 Byte RAM, die da drin sind. Diese SD-Karte ist auch ganz normal formatiert. Windows FAT-Format, da kann man einfach Dateien draufpacken. Tatsächlich ist hier drin ein kleiner Chip, ein kleiner Rechner, der dann die Daten von der SD-Karte nimmt und sie für das VCS wie ein Modul aussehen lässt. Ja, das heißt, wenn ich das jetzt hier reinstecke, das habt ihr eben kurz gesehen, dann kommt so ein Menü. Und während sich das da gedreht hat, das kennt ihr von Windows, ja, hat er auf die SD-Karte zugegriffen, hat geguckt, was ist da. Und zeigt das jetzt, stellt das jetzt hier dar. Was man jetzt hier auch sieht, ist, es ist vielleicht von hinten ein bisschen schwer zu sehen, aber da steht jetzt richtig Text, man kann da jetzt was lesen. Also das sind jetzt die Ordner auf dieser SD-Karte. Ne? Da gibt es irgendwie Demos, Drivers, Games, da kann ich jetzt hier so durchblättern und Spiele starten. Ja, wenn ich das jetzt gestartet habe, dann ist das ab jetzt wie ein Modul, das drinsteckt. Wenn ich da jetzt raus will, muss ich den Rechner, muss ich die Kiste ausmachen. Ich sag nicht Rechner dazu. So, wenn ich das anmache, sieht man jetzt hier, da steht ja richtig Text, das kann man ja lesen. Ja, das ist jetzt wieder die nächste Stufe, das ist ja ein relativ neues Ding. Die Leute haben gelernt, das noch ins Extrem zu treiben, was sie da bei dem Activision-Logo gesehen haben. Ja, die ändern, die machen so Halbbilder. Ja, in der einen Zeile zeigen sie die linken 40 Pixel an, in der anderen die anderen. Und das flackert dann so. Weil das jetzt ein Fernseher ist und der alle 50 Sekunden ein neues Bild macht, flimmert das jetzt so ein bisschen, aber unsere Augen können das sehen. Ja, in Wirklichkeit sind das sozusagen ein Bild, anderes Bild, ein Bild, anderes Bild. So, dann kann man hier durchbrowsen und kann halt, wenn ich jetzt was programmiert habe, kann ich es auf die SD-Karte kopieren und kann es halt so starten, wie ihr das hier eben gesehen habt. Das Ding hat auch die Möglichkeit, dass man direkt ein USB-Kabel dranhängt. Also hat hier hinten noch so einen kleinen Mini-USB-Port. Den kann ich dann an den Rechner anschließen und kann das Programm direkt vom Rechner da reinkopieren. Das mache ich jetzt beim Entwickeln dann zum Beispiel. Das ist dann schneller, als wenn ich jetzt jedes Mal auf die SD-Karte kopieren muss. Nochmal rein, nochmal raus und so weiter. Das kann ich dann direkt darüber machen. So, womit programmiert man das? Ich habe eine Programmierumgebung geschrieben dafür. Die ist jetzt nicht speziell dafür, mit der kann man auch andere Plattformen, Nintendo oder Commodore, C64 programmieren. Und die mache ich jetzt nur kurz an. Dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie das dann abläuft. Das ist ein Programm, das ist für Windows und Linux und Mac verfügbar. Es basiert auf Eclipse. Eclipse ist ein Open Source Projekt, mit dem man so einen Editor kriegt und so eine Projektverwaltung. Und dann kann man da seine eigenen Sachen dazu machen. Und ich habe im Prinzip halt hier eine Assembler-Umgebung dazu gemacht. Hier gibt es mal einen Ordner, Atari 2600. So, und natürlich ist der Vorteil von so einem PC heutzutage, so ein PC ist schnell genug, um alles, was in dem Ding hier passiert, in Software nachzubauen. Ja, da gibt es Programme, die nennen sich Emulatoren. Die tun praktisch so im PC, als wären sie diese Hardware. Und das Einzige, was man denen jetzt noch geben muss, das ist das Modul. Das Modul gibt man ihnen in Form von einer Datei und die führen das dann aus. So, und hier habe ich jetzt so ein Beispielprogramm. Wenn ich da jetzt auf Ausführen drücke, geht hier jetzt mein Hello World auf.
Und das ist genau das, was ich über das USB-Kabel, eben, das habe ich jetzt hier nicht dran, hier reingespielt habe. Ja, also nachdem ich das dann hier gebaut habe und getestet habe, hier kann ich mir dann auch das Programm angucken, wie es läuft. Ja, also ganz komfortabel, so wie man das heute von Programmiersprachen kennt, macht man das dann normalerweise auf dem PC. Und wenn es fertig ist, ist man schlau genug, es auf der echten Hardware nochmal laufen zu lassen. Denn egal wie gut diese Emulatoren heutzutage sind, wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt, kann man darauf wetten, man hat es getestet und es läuft super und auf der Schweißkombo-Maschine läuft es nicht. Ja, und deswegen kann man es dann immer nochmal auf die Original-Hardware bringen und dort dann ausführen. So, mache ich das hier noch. So, und die Teile, die jetzt überspringe ich. Hier erkläre ich dann normalerweise noch, wie man so ein Programm schreibt. Das ist jetzt nicht geeignet. Kommen wir zum Abschluss. Famous Last Words, die berühmten letzten Worte. Und das ist jetzt ein Ausschnitt aus der Doku. Atari hat damals eine Doku geschrieben, eine Dokumentation für Programmierer, für Leute, die was programmieren wollten auf dem VCS. Der hat so 70 Seiten, die all das im Detail nochmal aufgreift, was ich heute gesagt habe, mit Beispielen, wie man das programmiert und so. Und diese 128 Byte, die waren auch damals schon verdammt wenig. Ja, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt was in einem Computer, in diesem Speicher, in diesem RAM, merkt er sich Sachen. Ja, was hat er berechnet, wo ist er gerade, wie viele Punkte hast du, wie viele Leben hast du. Wenn ich jetzt ein Spiel programmiere, sage ich, okay, ich habe 128 freie Plätze. In den ersten lege ich, wo ist die Musik gerade? Was ist der nächste Ton? In den zweiten sage ich, wie viele Leben hat Player 1. In den dritten mache ich, wie viele Leben hat Player 2. Dann habe ich vielleicht noch einen Timer, der abläuft. So, dann brauche ich Platz. Ja, und so brauche ich diesen Speicher auf, von vorne nach hinten. Gleichzeitig ist das jetzt so, wenn man was programmiert, muss diese CPU sich Sachen merken, während das Programm läuft. Ja, also gar nicht Sachen, die ich mir merken will, sondern Sachen, die sich der Computer selber merken will. Ja, er braucht irgendwie, muss selber wissen, wo bin ich gerade, wie bin ich da hingekommen und wie komme ich wieder zurück. Ja, dieser Bereich, den nennt man Stack, wie so ein Kartenspieler. Legt sich immer die Karten, wo war ich gerade, und danach erholt er sich die Karten wieder, um zu gucken, wohin muss ich zurück. So, jetzt hat man sozusagen 128 Byte und von der einen Seite kommt der Programmierer und von der anderen Seite kommt die Hardware. So, und dann gibt es folgenden Satz in der Doku, den ich bis heute mit als einen der geilsten finde. Ich übersetze ihn live. Also das hier ist dieser Ein-Ausgabe-Chip, dieser Gear-Chip, hat 128 Byte RAM, die sich komplett vorne befinden, ja, an dieser Stelle. Der Mikroprozessor befindet sich hinten und benutzt das von hinten nach vorne. Der Programmierer befindet sich vorne, benutzt das von vorne nach hinten, in Klammern, und sie hoffen, sie treffen sich nie. Ja, und das ist auch genau das, worum man dann immer läuft. Ja, wenn man nicht saumäßig aufpasst, bei dem, was man programmiert und wie man programmiert, stürzt es einfach ab. Man denkt, was ist jetzt? Ja, weil es gibt kein Sicherheitsnetz auf dieser Kiste. Es geht dann halt einfach schief. Hat der Programmierer halt nicht aufgepasst. Ja, ja. Hoping the two never meet. Das ist meine Webseite, da gibt es auch die Idee und die Doku, und falls jemand mal Interesse hat, tatsächlich was dafür zu programmieren oder vielleicht auch mal andere Videos oder Sachen von mir anzuschauen. Ja, Fragen? Irgendwas, was jemand noch wissen möchte? Ich kann beliebig ins Detail gehen, ich kann aber auch jetzt einfach sagen, Feierabend. Einfach. Ja, wunderschöne Leistung. Ich denke, es gab einen guten Einblick, was die Kiste kann und wie es so aussah, wenn man in den 70er Jahren Spiele programmieren wollte. War nicht so einfach, man musste alles selber machen und konnte aber damit viel lernen. Ja, Dankeschön. Ja, super. Spaß.